Du möchtest mit deinem Smartphone Videos aufnehmen, du möchtest aber trotzdem, dass sie eine gute Qualität haben, dass sie professionell aussehen, möchtest dir aber nicht viel Equipment anschaffen oder kein teures Equipment und brauchst einfach ein paar Tipps, wie du deine Videos verbessern kannst mit dem Smartphone, weil du einfach anfangen möchtest. Es gibt zwei wichtige Punkte, die du beachten solltest, wenn du Videos aufnimmst. Und das eine ist, du solltest keine verwackelten Videos machen mit dem Smartphone. Das heißt, es sollte irgendwo ruhig eingespannt sein oder stehen. Und das zweite ist das Licht. Du solltest gut ausgeleuchtet sein, denn gutes Licht verbessert deine Videos, verbessert die Schärfe, du bist besser zu sehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dazu habe ich auch früher schon mal ein Video gemacht, das du dir anschauen kannst. Und dazu möchte ich dir heute fünf kostenlose Hacks zeigen, wie du das lösen kannst, dieses Problem, gutes Licht zu haben, aber auch dein Smartphone irgendwo ruhig abzustellen. Und diese Tipps gelten nicht nur für zu Hause, sondern vielleicht auch im Urlaub, weil es ist noch Urlaubszeit und du hast vielleicht dein Equipment nicht dabei, deinen normalen Videoplatz zu Hause, und musst oder möchtest aber auch von unterwegs Videos machen, um dich als Expertin bekannt zu machen. Ich bin Sabine Schmelzer und ich bin Videoexpertin und möchte dir auf meinem Kanal Tipps geben, wie du mit ganz einfachen Mitteln Videos machen kannst, und zwar mit Smartphone oder Webcam. Und dazu gehören eben auch diese kostenlosen Hacks. Ich bin sehr pragmatisch, ich liebe es auch zu improvisieren und ich bin nicht der Freund von komplizierter Technik. Es sollte so einfach wie möglich sein und dazu möchte ich dir heute helfen. Das erste Hack Nummer 1 ist ein Kaffeebecher. Ein Kaffeebecher vom Kaffeeshop, einfach an der Seite zwei Schlitze reinschneiden, dein Smartphone reinpacken und das Ganze aufs Fensterbrett stellen. Damit hast du das stabil stehen, kannst in die Kamera sprechen und ja, kannst deine Videos bei Tageslicht aufnehmen, weil du direkt am Fenster stehst. Das wäre der Tipp Nummer 1. Kostet dich überhaupt nichts, kannst du überall bekommen. Der Tipp Nummer 2 ist, wenn dein Fenster kein Fensterbrett hat, dann kannst du vielleicht den Fenstergriff benutzen und dazu brauchst du ein Schnürsenkel. Ich mache das hier mal weg. So, ganz einfach ein Schnürsenkel oder ein anderes Band, einen Knoten reinmachen und das Ganze um dein Smartphone drumherum wickeln, oben schön festziehen, ein bisschen unten auseinander machen und damit kannst du das Ganze an den Fenstergriff hängen und deine Videos aufnehmen und das Ganze sieht dann am Fenstergriff einfach so aus. Du hast trotzdem das Licht von vorne, es hängt stabil und du kannst in die Kamera sprechen, ohne dass sie verwackelt ist. Denn wackelige Videos wirken einfach unprofessionell. Es ist anstrengend für den Zuschauer und die Leute klicken einfach weg. Der dritte Hack, und das hast du jetzt wahrscheinlich auch immer dabei, die Corona-Schutzmaske. Wenn du keinen Schnürsenkel hast, die hast du bestimmt dabei. Ich habe hier oben einen zusätzlichen Knoten reingemacht. Einfach das Video reinschieben und schon kannst du das auch benutzen als Smartphone-Halterung an den Fenstergriff hängen, weil du musst ja nicht dich sehen auf dem Display, sondern du musst einfach nur in die Kamera schauen und die ist hier. Es ist sogar besser, wenn du dich nicht siehst, dann schaust du nämlich in die Kamera und das geht auch mit der Schutzmaske am Fenstergriff. Der Trick Nummer 4 oder der Hack Nummer 4 ist einfach Klebeband. Das ist jetzt mehr etwas für zu Hause. Kreppband oder Paketband, also Klebeband, was ein bisschen stabiler ist, zu nehmen und daraus einfach zwei lange Streifen schneiden, rechts und links aufs Smartphone kleben und
ans Fenster kleben und das Ganze sieht dann so aus, kannst du auf Augenhöhe bringen, sodass du gut auf Augenhöhe mit deinen Zuschauern kommunizierst. Auch ganz simpel, hast du wahrscheinlich zu Hause, musst du halt jedes Mal an- und wieder abmachen, aber es ist eine ganz simple Sache, um mit gutem Tageslicht Videos aufzunehmen. Und der Hack Nummer 5 ist eine Navi-Halterung. Wenn du im Urlaub unterwegs bist mit dem Auto, hast du vielleicht auch ein Navi dabei und das hat ja am Ende so einen Saugnapf, der normalerweise an der Autoscheibe festgemacht wird und das kannst du genauso gut am Fenster festmachen und hier dann dein Smartphone einspannen und ausrichten, sodass es gerade hängt. Und damit hast du eine Smartphone-Halterung am Fenster, gerade für den Urlaub. Und noch ein Hinweis für den Schnürsenkel, das kannst du natürlich auch für draußen nehmen, für Outdoor, an einen Baum hängen, an einen Zweig hängen, wo es nicht wackelt und kannst dort auch deine Videos aufnehmen, hast die Hände frei, kannst in die Kamera sprechen. Einfach simple Tricks, wenn du kein Equipment dabei hast, die dir helfen können, dass du schöne, ruhige, gut beleuchtete Videos machen kannst. Und wenn dir diese Tipps gefallen, freue ich mich natürlich über ein Like, über deine Kommentare und abonniere meinen Kanal, damit du auch in Zukunft über neue Videotipps informiert wirst. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabine. Tschüss.